Hey, willkommen zu einem neuen Video. Nun gibt es eine Menge Menschen auf der Welt, die an Geister und paranormale Ereignisse glauben. Wenn ihr jedoch jemand seid, der nicht an sie glaubt, dann wird dieses Video euch definitiv zum Nachdenken bringen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch nur wissen lassen, dass ihr wegklicken solltet, wenn ihr nicht auf gruselige Videos steht. Ihr seid also gewarnt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Bevor wir mit dem Video beginnen, abonniere bitte auch unseren neuen Kanal. Hier laden wir jede Woche 3 Videos zu allen möglichen spannenden Themen hoch. Gib faszinierend in die YouTube-Suchleiste ein oder klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um zum Kanal zu gelangen. Wir sehen uns dort! Nummer 10. Tony Ferguson ist ein Personal Trainer, der zusammen mit seinem Freund Paul Sissel auf der Suche nach allen möglichen verschiedenen paranormalen Orten auf der ganzen Welt ist. Im Jahr 2018 wollten sie das Hurst Castle in Hampshire, England besuchen. Das Schloss stammt aus dem 16. Jahrhundert, als es ein Militärstützpunkt war. Dem Ort wird eine dunkle Vergangenheit nachgesagt und als die beiden das Schloss untersuchen wollten, hatten sie schnell das Gefühl, dass eine seltsame Energie in der Luft lag. In der Tat war dies nicht das erste Mal, dass sie seltsame Dinge in der Burg erlebten. Irgendwann beschlossen sie, in mehreren Räumen eine Kamera anzubringen und als sie am nächsten Tag zurückkehrten, waren sie schockiert. In einem der Räume gab es ein kleines Fenster und was sie sahen, ließ sie am ganzen Körper frösteln. Natürlich könnte es sich um eine Person handeln, aber die andere Seite des Fensters wäre schon lange zugemauert worden, sodass niemand hineingelangen konnte. Wer oder was war das also? Nummer 9. Das folgende Video wurde von einem YouTube-Nutzer namens Rocky Mills hochgeladen. Während er dabei ist, sein altes Haus aus den 1900er Jahren zu reparieren, hört er plötzlich Geräusche, die aus dem Keller kommen. Er schaut nach, findet aber nichts und beschließt, durch das gesamte Haus zu gehen, weil er das Gefühl hat, dass sich dort ein Einbrecher aufhalten könnte. An einem Punkt öffnet sich eine Tür und als er darauf zugeht, passiert das. Who is it? Der Mann lässt alles auf den Boden fallen, rennt aus dem Haus und kommt erst später wieder zurück, um sein Telefon zu holen. Seitdem ist er nie wiedergekommen, weil er glaubt, dass ein böser Geist im Haus spukt. Nummer 8. Das folgende Video wurde von einem Zuschauer bei einem spanischen YouTuber namens Breakman eingereicht. In dem Video sehen wir eine ältere Frau, die auf der Couch sitzt, während sie wahrscheinlich von einem ihrer Freunde oder Verwandten gefilmt wird. Einen Tag zuvor war jemand in ihrem Haus gestorben und sie hatten alle einen Moment zusammen, um sich an diese Person zurückzuerinnern. Wenn man sich jedoch den Raum im Hintergrund anschaut, sieht man etwas oder jemanden hinter der Ecke der Tür stehen. In der paranormalen Gemeinschaft wird dies eine Schattenfigur genannt. Dies wäre eine lebendige Präsenz eines Geistes oder einer Entität. Die Person, die das gefilmt hat, hätte nichts bemerkt. Aber als sie sich das Video später wieder ansahen, konnte sich niemand in der Familie erklären, was das gewesen war. Es wird also vermutet, dass dies der Verstorbene gewesen sein könnte, der sich zum letzten Mal zeigte. Nummer 7. Leider gibt es wenig bis gar keine Informationen über dieses Video, sodass wir nichts anderes tun können, als den Clip anhand dessen, was wir sehen, genau zu analysieren. Das Video scheint im August 2015 gedreht worden zu sein und die Kamera, die im Büro hängt, ist leider nicht in Farbe. Außerdem scheint niemand im Büro anwesend zu sein und der Ort sieht verlassen aus. Trotzdem habe ich mich entschlossen, dieses Video in die Liste mit aufzunehmen, denn das, was passiert, ist meiner Meinung nach ziemlich gruselig. In der Tat, wenn wir genau hinschauen, können wir aus dem Nichts eine kleine schattenhafte Gestalt sehen, die aus dem linken Raum auftaucht und auf die andere Seite des Raumes geht. Trotz der Tatsache, dass die Qualität nicht so gut ist, sieht es so aus, als ob es eine Art Geist ist, der da läuft. Leider müssen wir selbst entscheiden, ob dies also wirklich eine Geistersichtung war oder nicht. Was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Das folgende Video stammt von dem Instagram-Account einer Frau namens Cassie Smith. Sie war mit ihrem Freund im Urlaub auf Oahu, einer Insel in Hawaii, und ist dort auf etwas gestoßen, das sie bis heute erschreckt. Wenn wir genau hinschauen, können wir etwas auf der rechten Seite des Fotos sehen. Wenn man das Foto dann auch noch heranzoomt, sieht man eine unheimliche Gestalt, die mit Schlamm bedeckt zu sein scheint. Cassie schickte ihre Urlaubsfotos zunächst an ihre Mutter, und ihre Mutter bemerkte die unheimliche Gestalt und fragte, wer das sei. Cassie sagt, dass sonst niemand im Regenwald war und auch keine Statuen zu sehen waren.
Nach einigen Nachforschungen könnte es sich möglicherweise um den Geist eines toten hawaiianischen Kriegers gehandelt haben, der auch als Night Marshal bezeichnet wird. An einigen Orten auf der Insel soll diese Figur gesichtet worden sein und ist inzwischen zu einer urbanen Legende geworden. Nummer 5. In diesem Video sehen wir einige Ingenieure, die einige alte japanische Tunnel aus dem Zweiten Weltkrieg auf Strahlungswerte messen mussten. Da diese Tunnel 150 Meter tief im Boden liegen und potenziell radioaktiv sind, sind sie für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. In der Vergangenheit wurden die Tunnel auch für Bergbauzwecke genutzt. Als die Männer durch einen der Tunnel gehen, spielt nicht nur ihre Kamera verrückt, sondern es wird noch etwas anderes aufgezeichnet, das sie erschreckt. Obwohl die Meinungen darüber auseinandergehen, glauben einige, dass es sich um eine Geistersichtung eines alten japanischen Soldaten handelt. Laut dem Uploader des Videos wurden sehr geringe Mengen an radioaktiver Strahlung entdeckt, was gerade ausreichen würde, um die Geister der Soldaten aus der fernen Vergangenheit zu wecken. Obwohl die Geschichte glaubwürdig klingt, weiß ich nicht, ob dies eine echte Geistersichtung war. Was denkt ihr darüber? Nummer 4. Das folgende Video stammt von einem Geisterjäger namens Phil Koch und er beschließt, das Alchemist Theater in Milwaukee, Wisconsin auf eigene Faust zu untersuchen. Laut Erzählungen soll dies einer der gespenstischsten Orte in der ganzen Stadt sein. Als er das Theater betritt, beschließt er sich auf einen der Sitze zu setzen und lässt die Kamera laufen in der Hoffnung, etwas einzufangen. Lange Zeit passiert nichts, doch dann passiert endlich etwas. Schaut einfach mal hin. Something just moved behind me. Wie ihr gesehen habt, klappte der Stuhl hinter ihm einfach auf. Aber das war nicht das Unheimlichste, was passierte, denn einen Moment später geht er um das Gebäude herum und hört Schritte über sich. Zuerst dachte er, dass oben Leute arbeiten würden, aber später fand er heraus, dass dies nicht der Fall war. Als er dann einen der Räume überprüfen will, passiert das. Aber das ist nicht das Einzige, denn es wird noch unheimlicher. Hallo? Hey. Nachdem das passiert ist, rennt er so schnell er kann raus. Und soweit ich weiß, ist er seitdem nicht mehr zurückgekommen. Nummer 3. Wenn ihr euch die Gruselvideos auf diesem Kanal anschaut, dann wisst ihr sicherlich, dass wir schon einmal über Gettysburg gesprochen haben. Hier fand die größte Schlacht aller Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs statt. Nach Meinung vieler Menschen wimmelt es an diesem Ort nur von Geistern. Es gibt jedoch ein Video, das zu den glaubwürdigsten Geistersichtungen überhaupt gehören soll. Das folgende Video wurde im November 2001 aufgenommen. Eine Familie, die im Urlaub war, sah etwas, das sich im Wald gegenüber von ihnen bewegte. Jetzt ist es ziemlich schwer zu sehen, aber einige Experten von The Dark Zone haben das Filmmaterial stabilisiert und man kann mehrere Figuren sehen, die hin und her marschieren. Was dieses Video meiner Meinung nach sehr glaubhaft macht, sind die Reaktionen der Familie und vor allem ihres Kindes, das fragt, ob das Menschen sind. Look! Look! Isn't it those people? Can't be. There's no matter. Not up in the trees. Dies wäre laut der Familie und den Experten unmöglich, da die Figuren auch hoch oben im Baum herum zu marschieren scheinen. Nummer 2. Das folgende Video soll irgendwann im Jahr 2005 im mexikanischen Fernsehen aufgetaucht sein. Leider konnte ich nicht viele Informationen darüber finden, aber wir sehen einen Fernsehmoderator, der mitten in der Nacht auf einem Friedhof nach etwas oder jemandem sucht. Nach einer Weile hört er etwas, das wie das Weinen eines kleinen Mädchens klingt. Der Fernsehmoderator schaut nach, um zu sehen, woher das Geräusch kommt, und sieht plötzlich jemanden an einem Grabstein sitzen. Der Mann beschließt, etwas zu schreien, und dann passiert das. Amiga! Niña! Laut Geschichten, die im Internet kursieren, soll der Fernsehmoderator immer noch Albträume von dem haben, was in dieser Nacht geschah. Nummer 1. Das Haus der Familie Watts ist meiner Meinung nach eine der glaubwürdigsten Geistersichtungen, die ich je gesehen habe. Der Grund dafür ist, dass das Videomaterial direkt von einer Bodycam eines der Agenten stammt. In diesem Haus lebte Shannon Watts mit Chris Watts und ihren beiden Kindern. Aufgrund von Chris' Handlungen sind Shannon und ihre beiden Töchter Bella und Cece nicht mehr unter uns. Die Geschichte ist zu grausam, um sie auf YouTube zu erzählen. Wenn ihr also wissen wollt, was passiert ist, solltet ihr es selbst nachschlagen.
Im folgenden Video sehen wir zwei Agenten der K9-Einheit das Haus von Chris betreten, um das Verschwinden zu untersuchen. Sobald sie drinnen sind, sehen wir sofort, wie etwas Transparentes auf der linken Seite der Treppe auftaucht und die Treppe hinunterläuft. Die ganze Hausuntersuchung dauerte etwa 2 Stunden und in mehreren Fällen werden Stimmen auf der Bodycam eingefangen. Hört einfach mal genau hin. Aber an einem Punkt, als sie den Kleiderschrank untersuchen wollen, hört einer der Agenten eine Kinderstimme kichern. Die Frau ist so verwirrt, dass sie den anderen Agenten, der das Geräusch ebenfalls gehört hat, darauf ansetzen lässt. Aber sie konnten nicht herausfinden, woher es kam. What? I heard it. I definitely heard the same thing you did. Yeah, and then Nachdem das Haus durchsucht und der Mann weggebracht worden war, gab es auch Berichte von Nachbarn, die einen Tag später eine Frau um das Haus herumlaufen sahen. Könnte dies also ein Beweis dafür sein, dass die Geisterwelt wirklich existiert? Was denkt ihr darüber? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.